Moin ihr Lauser und herzlich willkommen bei Krachmucker TV. Ich bin Ernie und heute reden wir über Hellhammer. Ich denke, alles was ich über Hellhammer weiß, habe ich irgendwann im Rahmen von Krachmucker vor der Kamera schon mal rausgehauen. Größtenteils wahrscheinlich in meiner Show zum Thema Erste Welle Black Metal. Da ging es ja in erster Linie um Hellhammer, um Venom und um Bathory, aber auch viele andere Bands, die nachher ja die zweite Welle losgetreten haben. Und da sind wir ja schon eigentlich richtig drin im Thema, denn die Frage ist, A, warum mache ich jetzt die Hellhammer-Geschichte und B, was einfach nochmal spannend ist, herauszuarbeiten, was macht Hellhammer so besonders? Und die erste Frage ist ganz einfach zu beantworten. Im Rahmen, ich denke, dass das mit eine Rolle gespielt haben wird, dass Tom Warrior, Satanic Slaughter, mittlerweile mit Triumph of Death wieder tourt und alte Hellhammer-Stücke spielt, sind jetzt auch alle Sachen, die gesamte Diskografie von Hellhammer zu einem vernünftigen Preis, ja, in einer tollen Konstellation erhältlich. Was ist die Diskografie von Hellhammer? Ich meine, bei einer Band, die von 1982 bis 84 nur bestanden hatte, da wird das einigermaßen übersichtlich sein. Und so ist es auch. Also du hast hier einmal eben die Demon Entrails Box. Mir läuft hier der Edgar zwischen den Beinen rum. Die Demon Entrails Box, die die ersten drei Demos beinhaltet. Das ist in dieser Form auch schon mal früher rausgekommen. In diesem Fall aber ganz toll von Darkness Shall Rise Productions in einer Box, wo alle Demos als Kassette rausgekommen sind. Es gibt jetzt so viele Möglichkeiten, hier wieder eine kleine Abfahrt zu nehmen und über Kassetten zu reden. Das habe ich schon gemacht. In diesem Fall halte ich es kurz. Ich habe ja gemerkt, es gibt wirklich so, das ist eine Sache, die polarisiert. Es gibt Leute, die freuen sich richtig über die Wiedergeburt der Kassette. Andere halten das für ganz großen Schwachsinn. Ich denke, bei so einer Sache, bei Demo-Wiederveröffentlichung, da macht das total Sinn. Wir gucken uns das gleich auch im Einzelnen noch an. Und nach den drei Demos, dann kam natürlich mit dem Vertrag mit Noise Productions, der die Apocalyptic Raids EP. Die ist jetzt auch gerade neu rausgekommen auf Vinyl. Und das Schöne an der Sache ist, dass zwar bei BMG, die ganzen Geschichten wurden wohl aufgekauft, also das war jetzt wahrscheinlich auch vorher gar nicht so einfach, da was zu machen, aber das Label hat sich wohl auch mit Tom Warrior zusammengesetzt und sie haben gemeinsam diese Wiederveröffentlichung dann auch gestaltet, fertig gemacht, sodass man sagen kann, das ist eine Sache, da steht dann auch Tom Warrior dahinter. In diesem Fall, da hat ja der Martin Eric einen das erste Mal mitgemacht. Der ist ja leider verstorben mittlerweile. Jetzt würdet ihr natürlich noch kurz sagen, pass auf, Ernie, aber da kam ja noch was. Natürlich, nach der Apocalyptic Raids, kurz danach kam ja noch die Split, unter anderem mit Running Wild und Halloween. Das war ja natürlich eine Labelgeschichte, das Cover-Artwork hier, was ja dann noch zensiert worden ist, weil das so blutig und brutal gewesen ist. Der Titel Death Metal, damals war Death Metal als Genrebezeichnung auch noch nicht gängig, genauso wie Black Metal. Deshalb ist natürlich die Bezeichnung Erste Welle Black Metal, Zweite Welle Black Metal immer eine Sache, worüber man schön diskutieren kann, so würde ich das ausdrücken, die aber sicherlich auch so ihre Schwächen hat. Und es war wohl so, diesen Titel Death Metal, den hat wohl Tom Warrior damals auch dem Walter Bach, dem Labelchef, empfohlen. Ja, da sind wir schon drin. Was war die andere Sache? Genau, zweite Frage ist natürlich, warum Hellhammer? Was macht Hellhammer so interessant? Es sind Pioniere. Und das Ironische an der ganzen Geschichte ist einfach, und deshalb macht das so einen Spaß, sich mit dieser Geschichte dieser Band auseinanderzusetzen, dass wenn sie zum Beispiel heute Demos rausbringen würden, wie hier Death Fiend, ich pack das euch gleich nochmal ein bisschen aus hier, dann, wenn heute jemand so etwas rausbringen würde, oder dann vielleicht besser Triumph of Death, das würde abgefeiert werden, das fänden die Leute richtig gut. Damals sind Hellhammer ausgelacht worden dafür. Also die hatten natürlich, genauso wie Sodom damals mit Outbreak of Evil, die hatten ihre Fans. Das war der Grund aber, weil das unglaublich brutal gewesen ist, was die da plötzlich abgeliefert haben. Wir sprechen hier von 1983. Und das ist jetzt wirklich einfach meine Frage. Listet mir doch mal auf, was ist zu dieser Zeit rausgekommen, wo man sagen kann, das kommt dieser harschen Brutalität, die du bei den Hellhammer-Demos hast, nah.
Denn wenn wir jetzt von Venom, von Hellhammer und Bathory sprechen, dann kannst du so chronologisch sagen, Venom waren vorher da. Die waren 1980 schon am Start. Black Metal, das Album war raus, da hatten dann, das hatte sich dann so ein bisschen so mit, da müsste Hellhammer dann so entstanden sein. Dann kam Hellhammer und Bathory wirklich ja erst später. Die waren ja erst 1984 dann dabei. Lange Rede, nachdem sie dann den Vertrag nach mit diesen Demos, weil Walter Bach hat die ja unter Vertrag genommen. Ich möchte an dieser Stelle, ich habe nämlich ein bisschen was zusammengesucht, um ja dieser Show auch ein bisschen Sinn zu geben. Ich möchte gar nicht so viel über das Biografische sprechen, aber euch empfehlen, wo ihr reinlesen könnt, wenn euch das interessiert. Ich habe sie schon häufig in die Kamera gehalten, die Noise-Biografie, die Noise-Records-Biografie. Und das ist eine ganz tolle Zusammenfassung von all den Bands, die dort damals auf dem Label gewesen sind. Und da geht es nicht nur eben um Halloween zum Beispiel, um Running Wild, sondern eben auch viel um Hellhammer. Und da versteht man dann so langsam auch, was das große Problem damals gewesen ist und warum Hellhammer danach, ja, wie soll man das sagen, Hellhammer ad acta geschoben hat, ihm das irgendwo peinlich war. Ich denke nicht, dass ihm das peinlich war in dem Sinne. Es war einfach so, das war ja so, die sind ja dann mit der Apocalyptic Raids ins Studio gegangen, sind da, so kann man sich das wahrscheinlich vorstellen, schief angeguckt worden. Was macht ihr da? Ähnlich wie bei Sodom mit der Outbreak of Evil, die sie ja nicht mal zu Ende aufnehmen durften, weil sie praktisch dann komplimentiert worden sind. Deshalb komme ich da immer durcheinander. Ne? Da habe ich mal Sodom in der ersten Welle Black Metal Show zu Noise Records geschoben und wie auch immer. Aber das war eine Zeit, also die kamen aus diesem Ding auch nicht raus. Und dann stand auch die öffentliche Meinung fest über Hellhammer, sodass sich nach Apocalyptic Raids in der gleichen Session ist dann ja auch die Death Metal Split aufgenommen worden. Also die beiden Songs, die dort drauf sind und jetzt auch hier drauf sind. Danach haben sich Martin Eric Ein und Tom Warrior, zu Hellhammer-Zeiten eben Satanic Slaughter, zusammengesetzt und haben innerhalb von einer Nacht, wie es so schön heißt, das komplette Konzept für den Nachfolger von Hellhammer ausgearbeitet, nämlich dann Celtic Frost. So, und das wird hier alles sehr schön beschrieben und diese ganzen Probleme, diese ganzen Schwierigkeiten, warum, wenn man so Interviews auch von Tom Warrior heutzutage liest, so da versteht man viel, wenn man da sich nochmal ein bisschen reinliest. Und darüber hinaus gibt es eben noch diesen schönen Bildband. Only Death is Real. Der war wohl mal eine Zeit lang ausverkauft. Es geht hier um die Geschichte von Hellhammer und die früheren Celtic Frost. Übrigens, ihr wisst ja, ich bin da nicht immer sonderlich penibel, wenn es um die Aussprache von Bandnamen geht. Aber bei Celtic Frost bin ich mir sehr sicher und ich meine auch, das ist von Tom Warrior auch so bestätigt worden. Es heißt nicht Celtic Frost, sondern tatsächlich Celtic Frost. Und Sabier zum Beispiel, da weiß ich auch, das heißt Sabier, das hat mir der Sänger damals auf dem Auftritt dann noch erzählt, da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten und der musste auch, er lachte darüber, in welchen verschiedenen Varianten der Bandname schon ausgesprochen worden ist. Aber hier haben wir wirklich einen super schönen Bildband, der auch diese ganze Zeit von damals total toll dokumentiert. Natürlich alles in Schwarz-Weiß, alles schön kontrastreich, das sind natürlich die Sachen, an denen haben sich dann auch später Euronymous, also Mayhem und die ganzen Norweger orientiert, weil diese ganze Ästhetik hier ja auch, ne? Wunderbar, wunderbar. Und ihr habt hier die verschiedenen Entwürfe. Also das ist schöne Sache. Und damit hättet ihr, was ich jetzt vor die Kamera gehalten habe, ja auch einen Überblick über das Schaffen. Also wenn man einen Schluck Tee trinken. Ich wollte hier eine ganz zackige Show machen. So. Ganz kurz nochmal, das gehen wir jetzt chronologisch durch. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal hier rein. Darkness Shall Rise, wie gesagt, bekannt dafür in letzter Zeit und wahrscheinlich auch weltweit so eins der wenigen, wenn nicht das einzige Label zu sein, was es in dieser straighten Arbeitshaltung durchzieht, Kassettenboxen oder auch einzelne Kassetten herauszubringen. Nicht nur Hellhammer, ich habe ja auch schon die ganz großartige, in dem Fall muss ich jetzt einfach schwärmen, die Enslaved Box mit den ersten vier Alben bzw. Demos. Und das hier hatte, wie gesagt, für mich Sinn gemacht, die habe ich dann auch dort erstanden, weil ich denke, in diesem Fall macht es auch Sinn, sich Demos als Kassetten zu holen. So, und dann ist da natürlich unglaublich viel mit dabei. Jetzt hast du hier Postkarten, ich lege mir das hier auf den Schoß. Gut, das ist jetzt eine Sache, da hat er ja, genau, Tergoton hat er ja auch rausgebracht. Ne? So, hier. Das sind solche Sachen,
wie ich ja immer so schön sage, dass sowas versauert in Anführungsstrichen immer in den Boxen selber, weil keiner hängt sich das dann an die Wand, weil damit reißt man dann die Box auseinander. Da kommen wir gleich noch zu Sachen, ne? So, Postkarten, schön. Und hier noch ein Aufnäher, auch prädestiniert. Wer wird sich den auf die Jacke hauen und dann die Box auseinanderreißen? Das ist, wie ich damals bei der Metallica in Justice for All Box auch schon gesagt habe. Und das hier ist eben einfach auch, das kommen jetzt hier zwei Sachen. Einmal eben dieses Zertifikat. Das ist eine tolle Sache. Das ist von Tom Gabriel Warrior Satanic Slaughter nochmal unterschrieben worden. Das Ganze ist auf 1000 limitiert. Ich denke, das ist eine gute Anzahl. Und wirklich toll. Hier Poster. Ich mache jetzt hier mal eins auf. Ich denke, das kann ja auch ein bisschen Überraschung noch dabei sein, wenn ihr euch das mal selber zulegen solltet. Na, so eine Poster. Das war ja auch die Befürchtung, die ich ursprünglich hatte, dass in einer Kassettenbox die Poster, das ist dann ja tausendmal zusammengefaltet und das sieht dann einfach nur blöd aus. Gar nicht der Fall. Kann man echt machen. Ist eine gute Sache. Und dann das, was ich eben sowohl bei der Enslaved-Box schon toll fand und er hatte mir, als ich bestellt habe, noch ein paar Sachen dazugelegt, unter anderem das Booklet der Mayhem, der Mistristum Satanas-Box. Diese kleinen Hefte. Schön noch was zusammengestellt. Da ist hier alles mit bei, da ist das nochmal abgescannt, die gesamten Geschichten. Und das sieht einfach toll aus. So, und dann nimmst du die Sache hier, das sind vier Kassettenhüllen, das sind die drei Demos. Da hast du Death Fiend, was ja so in der Form nie erschienen ist. Das war damals eine auf 20 Stück limitierte Geschichte, die an Freunde gegangen ist. Da war dann ging es dann eher um die Satanic Rites und nachher Triumph of Death. Und das ist wirklich richtig toll. Das andere ist hier ein, jetzt muss ich das hier rauskriegen. Das ist immer das einzig Schwierige. So, das ist hier noch ein schöner Pin. Und ich greife jetzt hier einfach mal, ich greife die Triumph of Death hier aus. Das ist im Copyshop-Style auch einfach beibehalten worden, so wie man das haben möchte. Aber dicker Karton, haptisch, toll. Warum soll man meckern, wenn es nichts wirklich zu meckern gibt? In diesem Fall also wirklich eine tolle Sache. Darkness Shall Rise. Und jetzt packe ich das hier einigermaßen vernünftig zusammen. So. Übrigens, Sound auch super. Ich habe sie alle durchgehört. Gelungene Geschichte. Ja, und dann gibt es eben die EP. Die habe ich hier neben mir stehen. Die ist jetzt gerade auf Vinyl rausgekommen. Auf CD gab es die ganzen Sachen, glaube ich, dann auch immer noch irgendwo. Also die Demon Entrails wahrscheinlich auch. Aber ihr wisst ja, ich bin da immer so ein bisschen auf diese Randgeschichten, wobei Vinyl jetzt wahrscheinlich nicht so die Randnummer ist. Das ist dann wohl eher doch Kassette. Aber die hier. So, und wie ich schon sagte, das ist in der Zusammenarbeit mit Band und dem Label, in diesem Fall von BMG gemacht worden, zusammengestaltet worden, sodass das dann auch eine runde Geschichte ist. Und das gibt ja auch ein gutes Gefühl dahinter, als wenn man dann weiß, komm, jetzt kommt da gerade der alte Typ da auf die Idee, geh da nochmal irgendwie mit Triumph of Death auf Tour und dann wieder verwerten wir jetzt nochmal alles. Natürlich macht es Sinn, das jetzt in diesem Rahmen nochmal wieder zu veröffentlichen, zumal ich kaufe mir jetzt nicht bei Discogs für Unsummen irgendwie eine Platte, die in diesem Fall dann auch einfach wesentlich einfach einen ganz normalen Preis hatte. So, aber das ist nicht alles, weil ich habe das jetzt einmal so gezeigt. Da ist natürlich dann die Vinyl dabei. Das ist hier auch einfach toll gemacht, so das schöne Symbol. Übrigens, das Cover-Artwork zeigt zeitgemäße Bilder meiner Erzeugerin. Das hat Tom Warrior selber gemalt. Und genau, das ist hier die Vinyl. Und ich werde da gleich noch eine Sache raushauen, weil da werdet ihr mir bestimmt zustimmen. So, jetzt ist hier noch ein kleiner Einleger. Das ist nämlich bei den Wiederveröffentlichungen, ich halte das jetzt wahrscheinlich falsch, der Celtic Frost Geschichten auch toll gemacht. Das sind richtig schwere Geschichten hier. Und nicht nur, weil das Vinyl einfach 180 hat, sondern weil da einfach viel mit dabei ist. Und jetzt hatte ich hier aber noch was. Natürlich, darum geht's doch. Ich finde es einfach schön. Deshalb finde ich Wiederveröffentlichung toll. Und da weiß man dann auch einfach, dass sich jemand Mühe gemacht hat, wenn da noch ein tolles Booklet mit dabei ist. Natürlich, in 2 Jahren Bandhistorie, irgendwann hat man wahrscheinlich auch mal alle Bilder gesehen. Aber trotzdem macht es das für sich hier einem Einzelnen. Ja, das ist toll. Tja. Ja, Hellhammer sind einfach Pioniere. Es hat zu dieser Zeit in der Form nicht so kompromisslose Musik gegeben. Und man weiß eben auch, dass sich die Band da immer viel Gedanken drum gemacht hat, viel gearbeitet hat. Und wenn man natürlich Death Fiend vergleicht mit dann zum Beispiel der Tomiga Therion, dann weiß man, wie sich diese Band fortwährend entwickelt hat. Aber ich denke, Hellhammer hört nicht schlagartig auf. Natürlich, den Namen gab es nicht mehr. Ich finde, dass man dieses Album, und das ist wirklich, das ist ein Brocken,
als schönen Übergang noch nehmen kann zu der Zeit, wo es danach natürlich mit Megatherion und den weiteren Alben von Celtic Frost dann mit dem Höhepunkt Monotheist, also als das letzte große. Also die wirklich die Morbid Tales, das ist noch Hellhammer. So, also das hast du hier auch. Das ist immer so eine Sache. Ich kann ja einfach alle Songs dann vorlesen so, und da sind auch wieder Bonusgeschichten mit dabei und das haben sie dann mit allen den nachfolgenden Alben dann gemacht. Also die ersten drei, das ist ja eine EP, dann die nächsten beiden Alben und die Monate ist dazwischen die. Ich könnte eigentlich über Celtic Frost auch mal was machen, ne? Doch, das lohnt sich. Aber an dieser Stelle sind wir mit Hellhammer durch, Kenners. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch oder wann auch immer ihr das schaut. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und wir sehen uns nächsten Montag zur nächsten Top 5 wieder. Genau, macht's gut.